Einen schönen guten Mittag, liebe Freundinnen und Freunde, zur 66. Kulturkantine. Ich muss immer auf einen Zettel schauen, wie viel die Kulturkantine es wirklich ist. Die 66. heute mit Gerda Schnetzer-Sutterlüth. Liebe Gerda, herzlich willkommen. Hallo, herzlich willkommen. Ich freue mich, dass du dir Zeit nimmst. Ihr kennt ja alle, das Format ist ein Dialogformat, wo wir versuchen, verschiedenste Themen und Themenfelder abzustecken. Heute bewusst jemanden eingeladen, den ich eigentlich ganz schwer beschreiben kann, weil sie ganz viele Hüte hat. Einerseits ist sie Vizebürgermeisterin, also Kommunalpolitikerin. Andererseits macht sie Regionalentwicklungsprojekte, liebe Gerda. Aber du bist auch eine leidenschaftliche Europapolitikerin, wo wir auch einen Schwerpunkt im Gespräch hinsetzen. Also was würdest du dich jetzt selbst beschreiben, liebe Gerda? Ja, gute Frage. Als Frau mit vielen Hüten. Ah! Manches hat sich einfach so ergeben, speziell die Europagemeinderäte. Das hat mich halt sehr interessiert, weil man da sehr viele Möglichkeiten hat, sich weiterzubilden und Kontakte zu knüpfen. Es ist ein tolles Netzwerk mit den Europagemeinderäten und das Thema Europa ist einfach auch von der Kultur her betrachtet für mich ein sehr, sehr interessantes Thema und bietet sehr viel Potenzial, sich zu entwickeln und eben auch Standorte zu entwickeln. Diese Idee der Europagemeinderäte ist ja noch nicht ganz so alt, die gibt es ja noch nicht ganz so lange. Da geht es aber auch in erster Linie darum, dass man versucht, diese europäische Idee in die Kommunen zu tragen. Habe ich das richtig verstanden? Genau. Das war zum Beispiel bei der Wahl 2019, da sind wir vom Außenministerium gebrieft worden, die Europagemeinderäte. Das Ziel war, die Wahlbeteiligung zu erhöhen. Das ist dann auch erreicht worden. Wir haben auch gemeinsam mit dem Büro für europäische Angelegenheiten in Bregenz Kampagnen gemacht. Europa ist auch dein Café oder meine Kampagne war Europa so nah und doch so fern. Da habe ich einfach versucht, die Veranstaltungen, die zum Teil sowieso stattgefunden hätten, aber auch extra Format entwickelt, wie das Thema Europa mit den Menschen verknüpft werden kann. Und ja, die Wahlbeteiligung ist dann sehr angestiegen, war sehr hoch. Wir haben eine ziemliche Freude damit gehabt. Ja, das ist so die Aufgabe der Europagemeinderäte. Die Kann werden man, gebrieft und sollen das Thema zu den Menschen bringen. ja, können wir, ich bin ja auch Europagemeinderat in Bludenz, können wir tatsächlich die Menschen auf dieses europäische Themenfeld hin sensibilisieren? Gelingt uns das auf lange Sicht? Weil Europa ist ja doch oft sehr weit weg von den Bürgerinnen und Bürgern. Aber wir wissen alle, die irgendwie politisch aktiv sind, dass die Entscheidungen werden eigentlich auf europäischer Ebene getroffen. Die wirklich entscheidenden Entscheidungen. Wie schwer ist es, Menschen einfach auch diese europäische Idee nahezubringen? Wir wissen, das größte Friedensprojekt, ich meine, jetzt haben wir einen Krieg in Europa, aber ich glaube, mehr denn je wichtig für uns als Europagemeinderäte, das zu kommunizieren. Ja, grundsätzlich ist es so, mein Zugang zu Regierungen und Verwaltungen überhaupt, wenn sie gut funktionieren, hört man nicht sehr viel. Also es ist ein Gemeindeamt auch, ist nicht sexy und macht ihren Job und wenn sie den gut macht, dann funktioniert das einfach gut und dann entwickelt sich die Wirtschaft gut und die Menschen sind zufrieden. Und bei der Europäischen Union ist ein bisschen, das war im Zug einer Lesung, war ein Geistlicher anwesend und da ging es eben um das Thema Europa und wie kann die Politik des Europäischen Parlaments auf die Bürger heruntergebrochen werden. Und dann hat der Geistliche eben hat gelacht und gesagt, bei der Kirche ist es genau dasselbe. Funktioniert was gut, dann war es der Pfarrer. Funktioniert was schlecht, dann war es die Diözese oder Rom. Also was für uns Brüssel ist, ist für die Rom so irgendwo, wo man die schwarzen Karten halt hinschieben kann. Und die schönen Karten, die würde man lieber in die eigene Hand nehmen. Aber das ist der Natur der Sache. Ich finde das auch gar nicht besonders verwerflich oder unmenschlich. Es ist halt so, wir als Europagemeinderäte, wir halten die Themen halt am Köcheln und ja, das ist ein Bohren harter Bretter und Handarbeit. Man muss das Thema am Laufen halten, Diskussionen fördern und sich bereit erklären, sich dem Thema zu widmen. Das heißt, du machst auch, also ich habe jetzt gerade notiert, deine Idee, also was du gerade erzählt hast, Europa ist auch dein Café. Ich finde das ein schönes Bild, auch einmal ein Europa-Frühstück oder was auch immer für Bürger zu machen. Einfach immer wieder mal das Europa-Thema zu thematisieren, damit die Menschen wissen, es gibt Europa auch in der Kommunalpolitik. Ja, sehr, super Idee. Aber Europa ist auch dein Café, ist nicht meine Idee. Nein. Das ist ein kleiner Kaffeewagen, der kommt von Wien und fährt durch die Bundesländer. Und wir vor Ort haben halt dann die Stimmung Schön. dazu gemacht. Ja.
Wie verbindest du deine verschiedenen Hüte, auch in der Zusammenführung von Regionalentwicklung, Vizebürgermeisterin zu sein, Europagemeinderätin ist ja auch noch ein Amt, das du auch als Vizebürgermeisterin wahrnimmst. Wie gestaltest du deine verschiedenen Kompetenzfelder auch in deinem täglichen Berufsfeld? Vielleicht ein gutes Beispiel für die Verbindung von zweier Welten ist das Buch, das ich geschrieben habe. Ich bin auf einer Vorstandssitzung gewesen, Angelika Kaufmann Förderverein. Wir machen jedes Jahr eine Ausstellung im Museum in Schwarzenberg und wir suchen natürlich immer Mitglieder und Sponsoren und engagierte Leute und natürlich dann auch Besucher, die die Ausstellungen besuchen. Wir leihen da Kunstwerke aus der halben Welt aus und sind jedes Jahr sehr stolz auf unsere Ausstellung. Jedenfalls habe ich da versucht, mit meinem Buch die Themenfelder Politik und Kultur zu verbinden, weil sie haben es ein bisschen ähnlich, die zwei Themenfelder. Es gibt Menschen, die sagen, na, mit Politik habe ich nichts zu tun oder Kultur, oh, da habe ich gar nichts zu tun, weil ich mag eher Sport und Kultur geht mich gar nichts an, werde ich auch nicht davon berührt. Oder sie sagen, Politik berührt mich nicht. Und mit dem Buch wollte ich das Gegenteil beweisen. Ich habe Leute gefragt, ob sie einen Brief schreiben. Und diese Briefe habe ich dann mit Kommentaren verfasst, die zum Wirken der Europäischen Union hinweisen. Und diese Kommentare haben dann quasi veranschaulicht, was dann jeder Einzelne doch mit Politik zu tun hat, nämlich im ganzen täglichen Leben, sei es, lebt er am Vorsitz oder lebt er in der Stadt oder ist er alt oder jung, einfach alle. War das auch der Kickoff zu diesem Buchprojekt? War das die Ideengebung, sich einfach auseinanderzusetzen mit diesem Thema? Ja, es hat noch nachgewirkt von der Europawahl 2019, wo eben Wahlbeteiligung und so ein großes Thema war. Was gibt es überhaupt für Werbemöglichkeit für politische Anliegen, außer Feuerzeuge und Plakate? Also wie bringe ich es her, dass sich die Menschen mit Politik auseinandersetzen und sich betroffen fühlen? Dass sie merken, mein tägliches Leben wird bestimmt von politischen Entscheidungen und ich kann da mitbestimmen bei der Wahl. Ich finde das eben einfach so wichtig. Und das fängt nicht einen Monat vor der Wahl an oder ein halbes Jahr vor der Wahl. Ich finde, das ist schon ein stetiger Prozess, der da am Laufen gehalten werden sollte. Jetzt ist generell ein Thema, oder? Das Demokratieleben heißt schlussendlich in erster Linie wählen zu gehen. Das ist ein Grundrecht, das der Bürger hat und eigentlich auch wahrnehmen sollte. Ja. Und gerade auf europäischer Ebene war das immer ein Problem, das weiß ich, aber ich glaube, es wird auch auf der kommunalen Ebene ein Problem werden irgendwann, wenn es uns nicht gelingt, die Menschen unterjährig, also zwischen den Wahlen, einfach so weit zu sensibilisieren, dass was der Politiker macht, ist ja für die Menschen. Ja, du hast mich eh auch gefragt, was wir in der Gemeinde so über Corona, wie die Corona die Entwicklung verändert hat in der Gemeinde. Und ich bin Finanzvorständin und für die Gemeindeentwicklung und Infrastrukturausschüsse zuständig. Muss sagen, also vordergründig finanztechnisch gesehen haben wir viel schlimmer. Also da haben wir mit dem Schlimmsten gerechnet. Das war dann gar nicht so schlecht, hat sich eigentlich gut entwickelt. Also finanziell betrachtet für die Gemeinden schadet die aktuelle Stockung der globalen Lieferketten viel mehr als wie Corona. Aber was es schon gemacht hat, Corona, für eine gute Gemeindeentwicklung brauchen wir eine gute Gemeindevertretung. Und unsere Gemeindevertreter kennen nichts anderes wie die Corona-Zeit. Es haben keine teambildenden Maßnahmen stattgefunden, es haben viele Ausschüsse nicht getagt oder sind nicht in den Staat gekommen. Das ist für mich schon ein großer Schaden, weil die nächste Wahl kommt wieder. Wir brauchen Gemeindevertreter. Wenn wir Gemeindevertreter haben, haben wir auch Wähler. Also das für mich gehört das immer eng zusammen. Habe ich eine authentische, engagierte Gemeindevertretung oder Gemeindevorstand, dann habe ich auch die Wähler, die dann wählen gehen. Und davor fürchte ich mich ein bisschen für die nächste Gemeindevertretungswahl, dass ich motivierte Menschen wieder gewinnen kann, sich bereit zu erklären. Wobei wir haben für die nächste Gemeindevertretungswahl noch gute 2,5 Jahre. Die wird irgendwann im März 25 sein, aber ich gebe dir recht. Wir müssen, dieser gesellschaftliche Kitt hat einfach irgendwie Spuren hinterlassen. Also politisch finde ich schon, privat war es für manche ein Gewinn und für manche war es ganz furchtbar, aber rein politisch für die parlamentarische Arbeit oder für die Gemeindevertretungsarbeit war es keine schöne Zeit.
Apropos Gemeindevertretungsarbeit. Du bist im Gemeindevorstand als Vizebürgermeisterin. Wie schwierig ist es auch den Menschen zu Entscheidungen zu erklären? Wie geht man raus? Wie kann man Menschen auch unpopuläre Maßnahmen erklären, die in der Gemeindepolitik einfach auch getroffen werden müssen? Ist das schwer? Kann man das lernen? Ist das etwas, wo situationsabhängig ist oder gibt's da, hast du da für dich eine Strategie? Meine Strategie ist diesbezüglich, und das ist auch durchaus schwierig, es klingt zwar gar nicht so schwer, nie etwas versprechen, das man nicht halten kann. Ja, also man wird manchmal genötigt oder gedrängt, sag doch, wie geht das und das, und man weiß es aber nicht. Und wenn man dort dann immer standfest ist und sagt, und eben nichts verspricht, das man nicht halten kann, das ist einmal schon viel Vertrauensarbeit. Und das andere ist, unpopuläre Entscheidungen, Sachlichkeit. Parteipolitik spielt bei uns in der Gemeindevertretung keine Rolle, das macht es leichter. Das ist gut, Also, ja. wir haben da keine Strategie. Das macht auch der Bürgermeister sehr gut bei uns. Wir bringen das vor und wägen ab und lassen auch durchaus durchblicken, dass wir das auch nicht sicher wissen, was jetzt da das Beste ist und ob das nachhaltig das zu dem führt, was ist. Aber man geht dann halt Schritt für Schritt und hofft, dass es gut ausgeht. Und so kann das auch gut mitgetragen werden von den Gemeindevertretern. Ich fand das auch gut, wie du das jetzt gesagt hast, nichts versprechen, was man nicht halten kann, einfach ganz eine ehrliche Politik machen. Ja, und das ist schwieriger, wie es klingt eigentlich. Weil man würde so gerne eine Lösung anbieten oder man neigt dazu, schnelle Lösungen, aber die Welt ist komplex, es ist nicht schwarz und weiß, nichts eigentlich. Und was ich auch immer finde, man muss auch Sachen nicht einfach machen. Man muss den Mut haben, in die Tiefe zu gehen und das durchzugedenken und Zeit zu nehmen. Ja, weil so schön das andere wäre und so einfach und so leicht das andere klingt, ist es leider nicht. Nein, das Leben ist generell nicht einfach als Politiker, glaube ich, als Politikerin. Aber ich bin dir wahnsinnig dankbar, dass du hier auch so offen sprichst und einfach dass diese Ehrlichkeit ansprichst. Ich glaub auch, dass 95% der Politiker auch ehrlich agieren. Ja. Man wird dort Opfer seiner selbst. Man würde so gerne jemandem helfen, der kommt und in Not ist. Oder man würde gerne etwas ermöglichen, das man gut findet. Ja, und man kann aber nicht immer. Oder es gibt dann einfach mehrere Sachen abzuwägen. Man ist von den Bürgern gewählt, arbeitet für die Bürger. Ja, und wenn einem das vor dem Satzende einfällt, dann ist alles gut. Du bist ja auch eine Kulturkennerin oder jemand, der sich auch sehr stark mit Kulturentwicklung auseinandersetzt. Du betreust ja auch gerade das Projekt im Walgau mit der Weiterentwicklung des Steinbruchs in Ludesch. Wie weit kann denn Kultur auch tatsächlich ein Motor für regionale Entwicklung sein? Ja, Kultur kann nicht nur ein Motor für regionale Entwicklung sein, Kultur ist Motor für regionale Entwicklung. Es ist auch erfasst, also es gibt auch die Berechnungen dazu, 7% vom BIP wird über Kulturarbeit und Berufe, die damit zusammenhängen, generiert. Und das ist aus meiner Sicht, wenn man sich alle Gewerke so durchschaut, die mit Kultur zusammenhängen, ist es einfach mindestens 7%, also vielleicht, aber ja, die Zahl ist eben 7, es wird auch nur geschätzt, aber ja, also Kultur ist aus meiner Sicht insofern auch ein wichtiger Motor für regionale Entwicklung, weil wo keine Kultur stattfindet oder keine Kulturpflege oder Orte, die auch keine Geschichte haben, und das sind dann Orte, die müssen sich vermarkten dann irgendwie, und dort steht dann meistens irgendwas Pompöses, Großartiges, ohne den kulturellen Background. Und das sind dann die Sachen, die auch meistens viel Geld kosten und ziemlich bald wieder verschwunden sind. Zum Beispiel Wörtherseebühne. Es muss was getragen werden von den Menschen. Es muss in den Menschen drin sein, dass sie daran glauben, dass sie denken, das gehört zu uns, das ist ein Teil unserer Identität. Und darum ist für mich Kultur ein sehr, sehr wesentlicher Standortfaktor. Also du bist auch der Meinung, Kultur funktioniert nur dann, gerade wenn es um Projektentwicklung geht, wenn es aus dem Boden herauswächst. Die Wörtherseebühne wurde politisch bestimmt hineingestellt und ist dann irgendwann einfach zugrunde gegangen, weil es einfach nie verankert war vor Ort. Nie verankert, ja. Das sind dann die verrückten Projekte, die klingen zwar dann gut und machen sich auch gut her als Aufmacher,
Ja, nur meistens ist nicht viel dahinter. Und das ist dann schade. Schade ums Geld, schade um die Energie, die da reingeht, schade um alles. Ist das auch der Ansatz für den, für diesen Steinbruch in Ludesch, einfach das auch aus dem Boden heraus wachsen zu lassen? Genau, der Steinbruch Ludesch wird in Zukunft möglicherweise nicht mehr Steinbruch sein, sondern was anderes. Und da möchten wir einfach von Beginn an die Menschen vor Ort mit einbeziehen, dass sie sich einbringen mit ihren Ideen, dass sie überhaupt die Chance haben, das Gelände kennenzulernen. Das ist ja bisher eigentlich, Totenköpfe hängen nicht davor, aber halt Verbotsschilder, man darf nicht rein. Ist auch gefährlich gewesen. Und solche Orte, das ist ja sehr interessant, die verschwinden dann im Bewusstsein der Menschen. Also es gibt Ludescher, die ich sage, wenn ich denen erzähle, ja, Steinbruch, wo, Steinbruch, wo? Ja, da hinten. Da. Aha, die haben das gar nicht mal am Schirm. Ja, den Ort. Und das ist ein großer Ort und ein toller Ort. Und ja, und das ist jetzt unser Ziel eben. Bevor man da anfängt, irgendwelche wahnsinnigen Sachen zu denken, dass die Menschen informiert sind, dass sie die Möglichkeit haben, sich einzubringen, dass sie das Gefühl bekommen, und das Gefühl wollen wir auch geben, und natürlich stehen auch Tatsachen dahinter, dass sie mitreden können. Wo ich das erste Mal in diesem Steinbruch drinnen gestanden bin, ich weiß nicht, wie es dir gegangen ist, aber für mich war das ein total magischer Ort eigentlich. Es war mir so gar nicht bewusst, weil man darf ja wirklich nicht rein. Ich bin auch noch nie von oben heruntergelaufen, was ja die Möglichkeit da wäre. Aber es ist total ein magischer Ort. Ja, es ist ein magischer Ort mit unfassbar viel Potenzial. Bin schon sehr gespannt. Wir werden, damit die Menschen dort etwas Gastlichkeit erfahren, haben wir das Feldhotel reaktivieren dürfen können. Bekommen das von der Stadt Feldkirch und der Kulturstädt kommt hinein. Wir werden als Sehnsuchtsort eine Veranstaltung dort machen Super. und hoffen wirklich, dass da gute Gespräche stattfinden. Es ist so ein inspirierender Ort, es ist so ein, ja, ein magischer Ort, und wir hoffen wirklich, dass wir bis Dezember nächsten Jahres da ganz viel kreatives Potenzial entfalten können und bekommen. Kritische Stimmen sagen natürlich, bei solchen Projektentwicklungen braucht es das überhaupt? Braucht man noch einmal einen zusätzlichen Ort, wo was stattfinden kann? Wir haben eh schon so viele Angebote. Ist das dann auch in deinem Kopf drinnen, wenn du etwas entwickelst, zwar mit Auftrag, aber zu wissen, es gibt eigentlich schon relativ viel in der Region oder im ganzen Land, wenn man ganz ehrlich ist, auch an Angeboten? Das ist schon im Kopf drinnen und das spielt natürlich mit eine Rolle. Aber wir wollen offen sein, also das Kernteam und ich als Leiterin, wir wollen einfach offen sein. Wir wollen am Ende dieses Projektes wollen wir auf drei Themenfelder reduziert konkrete Ideen vorlegen. Also das wird nicht einfach nur eine Wolke aus Ideen, sondern wir wollen diese dann konzentrieren auf drei Themenfelder und dort schon konkrete Projektskizzen vorlegen. Das ist das Ziel bis nächstes Jahr im Dezember. Und soweit ist auch das Projekt angelegt, jetzt einmal mit einer Soweit. Ist es ein Organisation. LEADER-Projekt? Genau, ja. Soweit angelegt, ja. Und wird es ein zusätzlicher Kulturort? Fragezeichen. Natürlich ein großer Fan, aber wir wissen es nicht und ich will es auch offen lassen. Und es ist auch nicht ein Entweder-Oder. Möglicherweise wird es ein Wohnort mit Kulturnutzung, vielleicht ein Energiespeicher mit Parkflächen, möglicherweise wird das renaturiert und dann für Kultur genutzt. Also es kann ja auch sein. Also Eigentlich eine großartige Idee, muss ich ehrlich sagen. Ich stelle mir es immer wieder vor, das Renaturieren und ein Ort zu sein, wo Begegnung stattfinden kann. Es gibt ja nichts Zeitgemäßes für das. Wir brauchen diesen Klimawandel, diese Antworten auf den Klimawandel, aber wir brauchen auch diese Kommunikationsorte. Unbedingt, unbedingt. Und aus diesem Ort einen Kommunikationsort zu machen, das wäre natürlich eine große Freude. Und auch schlussendlich die Intention hinter diesem Projekt. Und angebunden direkt an das Vorarlberger Radwegenetz, wenn man ganz ehrlich ist, ist ja gleich daneben. Der Ludescher Bahnhof ist nicht weit, auch der Nützinger Bahnhof ist nicht wirklich weit. Also man ist ja wirklich sehr, sehr gut erreichbar. Zwei Buslinien fahren direkt hin und es sind 1200 Arbeitsplätze in unmittelbarer fußläufiger Umgebung. Super, super, schön. Wirklich wunderschöne Geschichte. Ja, Gerda, das.
Also Themen ohne Ende bei dir. Gibt es aktuell sonst noch Projekte, die dich schon länger beschäftigen, wo du sagst, auch da müsste man auch einmal gesellschaftspolitisch ran, da müsste man mal einen Diskurs starten? Gibt es auch Erkenntnisse für dich aus der Pandemie, die dich auch als Kommunalpolitikerin beschäftigen, was man daraus auch lernen kann? Es war ja nicht, wie du selber gesagt hast, es gab auch Menschen, die konnten mehr Zeit für sich finden, haben mehr angefangen, Sport zu treiben, so wie ich zum Beispiel. Also es gibt ja auch doch auch positive Effekte aus dieser Pandemie, so brutal, was das getroffen hat. Also rein für die menschliche Entwicklung fand ich die Pandemie eine sehr wertvolle Zeit. Man ist aus dem üblichen Trott herausgerissen worden, man hat müssen die Standpunkte wechseln, man hat wieder gelernt zu diskutieren in den Familien über wichtige Themen. Es sind wieder Themen ans Herz gegangen. Vorher war das, wir sind so überstrukturiert, finde ich immer. Ja? Also viele Menschen wissen jetzt schon, wo sie Weihnachten dann essen und was sie dekorieren an Silvester. So Sachen sind ein bisschen über den Haufen geworfen worden. Und jetzt mit diesen Lieferketten wirtschaftlich ganz, also das ist sehr herausfordernde Zeit und nicht natürlich in keiner Weise irgendwie interessant. Aber für die menschliche Entwicklung, es gibt keinen Buchenboden mehr, ja, vielleicht geht es ja was anderes. Ich finde, es macht den Menschen, bringt es weiter. Wenn, also rein im kreativen Potenzial betrachtet. Ich sehe halt diese Seite, weil ich gehe auf Menschen zu, frage sie Sachen zu politischen Themen und so und schließe daraus, wie sie ticken. Und ich finde, seit Corona und seit nichts mehr fix ist quasi, auch die Energie und was vorher immer als selbstverständlich gegolten hat, finde ich, die Menschen viel beweglicher wieder worden, viel zugänglicher, viel kreativer und aktiver und diskussions- auch streitfreudiger. Das brauchen wir. In der Demokratie brauchen wir das. Also das sind die positiven Aspekte der Pandemie. Das wollte ich. Aber es hat natürlich auch gerade auf lokaler Ebene viele Vereine getroffen. Das Ehrenamt ist ein bisschen zurückgeschraubt worden in dem Moment, wo unsere Gesellschaft ja durch das Ehrenamt funktioniert. Hast du hier Antworten für dich gesucht? Oder im Gemeindevorstand habt ihr versucht, da zu unterstützen, gerade in diesem Bereich? Na, bisher sind wir in Sulz von diesem Problem nicht betroffen. Der Musikverein hat sehr gelitten, weil sie natürlich nicht auftreten konnten, aber auch sie haben das Beste aus der Krise gemacht und die Konzerte hat abgesagt und dann wieder verterminisiert und dann wieder absagen müssen. Also, aber der Rückhalt für den Musikverein zum Beispiel ist nach wie vor da. Wenn die zusammengehen, das ist alles ungefähr gleich geblieben. Auch hier ist eine Entwicklung aus meiner Sicht gar nicht schlecht. Alleine, ich habe zwei Söhne, das Vereinsleben hat sich auch irgendwie so hochgeschraubt. Also zu Hochzeiten waren der Nikolaus beim Fußballverein, beim Skiturnen, im Kindergarten sowieso und dann noch ein oder zwei Sachen. Jeder Verein hat alles gemacht. Und die Findung von Obleuten oder Funktionären war schon vorher wahnsinnig schwierig. Weil das auch überborden wird. Das ist ein Job, wenn als Fußballobmann jedes Jahr ein Fußballcamp machen muss oder möglicherweise noch ein zweites und Nikolaus feiern und was weiß ich was alles. Das ist auch nicht mehr normal gewesen. Also für mich war das schon grenzwertig zu viel. Und insoweit war die Corona-Krise wieder was, wo man gesagt hat, das braucht man wirklich, haben wir vergessen auszumisten. Und man hat auch Sachen wieder lassen können, die man vorher nicht sich traut hat, wegzustreichen. Also diese Suche nach ehrenamtlichen Funktionären ist ja auch immer schon, wird immer ein größeres Problem werden. Vor allem diese langzeitaktiven Funktionäre, übrigens auch wie in der Politik. Ich glaube, da müssen wir das Umdenken anfangen, als Gesellschaft auch. Man wird sich einfach nur mal kurzzeitig für etwas committen und vielleicht ein Projekt begleiten. Ich glaube, das ist eine Erkenntnis, die wir haben. Ja, und einfach halten. Entschuldigung. Gesundheit. Danke. Hat einfach halten. Ich kann von einem Obmann nicht erwarten, dass er einen Tag in der Woche für das hernimmt. Also, wie ich vorher schon gesagt habe, ein Verein muss nicht alles machen. Also, man bleibt bei seinem ursprünglichen Gründungszweck,
und schaut, was man macht. Und wenn was Neues dazukommt, neue Ideen umgesetzt werden wollen, dann ist das wie daheim auch. Wenn ich zu viel will und was Neues machen will, dann muss ich was anderes weglassen. Das hat man nie gemacht. Man hat immer noch mehr und noch mehr und jeder hat sich für alles zuständig gefühlt. Bei meiner Kulturlabor vor 2 Wochen in Innsbruck mit 15 Kulturamtsleitern ist der Slogan geboren: qualitatives Schrumpfen. Also Quantität hat sich sowieso überholt. Es geht tatsächlich um die Fokussierung der Qualität. Weniger ist mehr. Das ist eh schon immer ein Slogan gewesen, aber gelebt haben wir es nie, wenn man ganz ehrlich ist. Es hat immer mehr, mehr, höher, höher, Leistung. Genau. Das kennen wir. Alles mehrgleisig und war, also ist wieder heim in der Garage oder im Kasten. Wenn ich immer nur einkaufe und dazu tue, irgendwann bringe ich die Tür nicht mehr zu. Das ist bei vielen Sachen, auch politisch. Man darf auch die Mandatare, wenn ich denke, und das war auch so gut bei Corona, wenn ich denke, wie viele Sitzungen stattfinden, in denen nichts passiert, wenn ich denke, wie viele Elternabende stattfinden, deren Inhalt auch in der WhatsApp passen würde. Ja, also, und da hat man schon den Leuten sehr viel Zeit auch gestohlen. Das muss man dann schon wieder mal überprüfen. Geht das auch anders? Geht das schneller, besser? Wie erreiche ich die Eltern jetzt im Fall der Schule besser? Oder wie erreiche ich die Bürger besser als Politiker? Naja, Themen ohne Ende, Themen, die uns auch nie ausgehen Nein. werden. Jetzt hast du ein Stichwort Digitalisierung gebracht, eigentlich im Grunde das nächste Thema, das uns eigentlich gerade auf kommunaler Ebene sehr stark beschäftigt, nämlich auch, wie kann man die Digitalisierung fortentwickeln, Breitbandausbau etc. pp. Das sind ja Riesenthemen, Riesenthemen. die uns als Gesellschaft zum Teil auch überfordern, aber andererseits, wir müssen sie angehen. Liebe Gerda, vielen Dank für diesen Talk. Danke für die Einladung. Übrigens, nächste Woche kommt dann Verena Burtscher zu mir in die Kulturkantine. Da spannen wir auch die Brücke zu den Blumeneck-Gemeinden, wo ja Ludesch dazugehört mit dem Steinbruch. Da freue ich mich dann auch drüber. Ich wünsche dir alles Gute. Danke vielmals. Freue mich über Jedenfalls. eine Verbindung. Ich habe jetzt die längste Zeit das Buch gesucht, aber ich habe es, glaube ich, zu Hause. Ich habe in meinem Kasten da geschaut, ob ich es nochmal reinhalten kann, aber ich habe es zu Hause stehen. Schau mal. Ah, das ist es. Briefe an Angelika Kauften, Teilen in die europäische Vergangenheit. Gerda Schnetzer-Sutterlüth im Bucher Verlag erschienen, ein hervorragender Verlag aus Hohenems. Freue mich. Wer es noch nicht gelesen hat, soll es lesen oder querlesen oder nur Ausschnitte lesen. Kann ich jedem ans Herz legen. Ich auch. Sehr gut. Vielen Dank. Schönen Nachmittag und alles Gute. Das Wichtigste ist gesund bleiben, auch in Zeiten, wo die Corona-Zahlen leider wieder etwas steigen. In diesem Ja. Sinne. Schönen Nachmittag. Ciao. Ciao.